Monate sind ins Land gezogen und der harte Winter ist vorbei. Ihr konntet eure Wunden und Verbrennungen regenerieren, die Gefahr ist gebannt und das Jahr des Feuers ist vorbei. Gareth steht unter der Hilfe der Handwerker, dem Rat der Helden und Kaiserin Rohaya wieder auf. Selindian hat sich zurück nach Ponin gezogen und nennt sich dort ebenso einen Kaiser, seine Schwester lässt ihn gewähren. Nun jedoch machen die Zwerge ihr Versprechen wahr und haben nach Xorlosh eingeladen. Die Steinmetze haben ihr Werk vollendet und ihr dürft euch in die Reihe der Drachentöter gesellen. Einen halben Monat seid ihr von der Hauptstadt des Mittelreiches zu den Zwergen geritten. Dann liegt die hohe Pforte vor euch. Gewaltige Flügel lassen euch und das Dorf vor dem Berg winzig erscheinen. Selbst ein Drache oder eine Kirche sehen neben diesen aus wie Spielzeuge. Schmiedehämmer und Dekoren nach heißem Eisen wehen euch entgegen, Bierwagen von Händlern rumpeln euch auf der Straße entgegen und riesige mechanische Schnittmaschinen zersägen Bäume binnen Augenblicken zu großen Planken. Windmühlen drehen sich, Kinder johlen, willkommen vor der hohen Pforte von Xorlosh. Ah, oh, zu Hause. Ach, wie schön das ist. Hört ihr es? Schmiedehämmer, sie rufen. Angrosch heißt uns willkommen. Ja, also, wirklich, das sind kommunikative Hämmer? Interessante Methode. Natürlich. In jedem Hammer klang gut Angroschs Wille. Das sowieso, aber ich dachte, vielleicht wäre es ein neumodisches oder althergebrachtes Kommunikationssystem. Nein. Auch wenn die Zwerge sehr gute Schmiede sind, kommunizieren wir nicht über Hammerschläge. Das. Ihr kennt doch unsere Schrift und unsere Sprache, Isarun. Ihr habt sie doch schon gesehen. Sicher, aber ich dachte, dass es vielleicht so eine Art, nun ja, wie dieses Glockengeläut in den großen Städten ist. Das hat mich mal irritiert. Ich wollte es gerade sagen, ruft der Angriffstempel in Rommelis nicht zumindest mit einem Hammerschlag seine Gläubigen zusammen? Nun, die wohnen auch alle in der Nähe, ich denke. Sie können ihn alle gut hören. Ja, aber ein Hammer ist doch etwas anderes als eine Glocke. Und womit steckt man eine Glocke denn? Mit einem Schlägel. Und was ist ein Schlägel? Ein Schlägel. Nun, ihr dürft nicht vergessen, ein Amboss ist plan und fest und eine Glocke ist hohl. Das erzeugt eine ganz andere Klangwirkung. Oh, so ein Hammer auf einem Amboss klingt doch viel schöner als so eine Glocke. Oh. Ja, gewiss doch. Huch, da drüben raucht es aber tüchtig. Was könnte denn das sein? Oh, das werdet ihr schon bald sehen. Ich will die Überraschung hier nicht verderben. Wenn wir erst einmal durch Angroschs Axtdieb hindurch sind, es wird sich für euch auftun und ihr werdet wahrlich begeistert sein. Aber noch verrate ich nichts. Ja, und während ihr über diesen schweren steinernen Weg rumpelt und der Weg, die Straße sich entlang schlängelt, gepflastert, die sanften Hügel hinauf ins Gebirge, könnt ihr es erkennen. Die Pforten haben sich aufgetan und ihr seid durch Angrosch Axthieb, so wie das der äußere Kreis hier genannt wird, hindurchgegangen, könnt ihr die Spitzen des erloschenen Feuerberges erkennen, der hier hoch aufragt. Die höchsten Felsspitzen, den Weißkegel, die Felsmassen, die sich hier auftun, nach oben, sowohl auch nach unten. Ihr könnt es spüren, den Staub der Jahrtausende, der hier seit, ja, das war hier schon alles alt, als die Menschen nach Aventurien kamen, als sie von Fasar aus den Bergen runterstiegen, als sie in Kunchum anlandeten oder als sie Kuslik gründeten. All das war damals schon alt. Und Isarun kann mittlerweile auch erkennen, woher dieser Geruch nach Eisen kommt. Viele Schlote, die hier nach oben steigen, gemauert, so als würde es ein riesiger Schornstein sein, wie die in den Häusern von Gareth, wo man heizt, nur dass sie unendlich viel höher sind, fast in die Wolken ragen. Ihr könnt erkennen, wie hier ein kleiner Krater, das
bisschen mit Wasser füllt. Die ein oder andere Mühle, die hier dann aber nicht mehr mit Wind, sondern mit Wasser betrieben wird. Einen großen Angrosch-Tempel, der ebenso alt ist. Ah, prächtig, nicht wahr? Dieser Geruch. Wahrlich ein eindrucksvoller Anblick. Oh, und da schaut unser Angorstempel zumindest, unser Äußerer. Schön, schön, Boltax. Sieht aus wie ein Angorstempel, bloß ja. Alt. Schaut euch die Steine an. Ganz besondere Steine. Tatsächlich? Faszinierend. Ja, wenn ihr euch gut anstellt, dann dürft ihr vielleicht einmal über die Steine streichen. Oh, da freuen wir uns aber. Da will mir halt doch mal deine Freude zurück. Da freuen wir uns aber, ne? Ja. Über die Steine streichen. Ich war schon mal für Steine streicheln. Ja. Oh, dann, aber mir, ich wusste es. Dann wird euch das, was ich vorbereitet habe, besonders gut gefallen. Aber dazu später mehr. Ich schaue Raffi mal fragend an. Ja, Sarkasmus immer noch nicht verstanden, oder? Aber mir, du machst das mit den Steine streicheln und ich mach irgendwas anderes. Na gut. Die Zwerge, die am Tor standen von Angrosch Axtdieb, haben euch zugenickt. Sie haben euch nicht weiter kontrolliert. Die Magierstäbe musstet ihr nicht abgeben. Wurdet ohne ein, ja, hier wo Händler normalerweise abgewiesen werden oder Abenteurer, die dann hier nicht mehr eingelassen werden, durftet ihr einfach so passieren. Mittlerweile Menschen könnt ihr hier nicht mehr erkennen. Alles ist nicht unbedingt klein, aber anders, wuchtiger gebaut. Für Zwerge. Ich muss gestehen, es ist alles größer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte halb erwartet, wir müssten uns bereits beim Einreiten schon ducken. Oh, immer diese Vorurteile. Jalan, ihr wart mit mir doch schon in einer Zwergenbinge. Nun ja, aber die war alt. Ach ja, und also Xolosh ist ja wohl wesentlich älter als diese Binge, die wir besucht haben. Ich weiß es nicht. Offensichtlich, wenn ihr das sagt. Viel älter. Es ist die älteste Stadt. Älteste Stadt, nicht wahr? Mhm. Xolosh, die alte, die erhabene. Erste. Mhm. Unsere Stadt, unsere heilige Stadt. Also, nehmt euch. Natürlich, das ist doch durchaus beeindruckend. Ich bin nur, vielleicht könnte ich eine Zeichnung anfertigen für Eldan. Er kann das mit Sicherheit besser als ich, aber so etwas würde ich mir schon gerne in meine Studierstube hängen. Ja, selbstverständlich, Isarun, euch meinte ich mit dem Benehmen auch gar nicht. Ich dachte da eher an, naja, andere. Aber sicherlich, wir werden noch Zeit haben. Für alles. Und was heißt können. Denn andere Boltax? Naja, Jalan zum Beispiel. Der macht ja das kann immer. Ich verstehen. Der kann sich nicht benehmen, da hast du recht. Bitte, ja. Wie, bitte, was nun? Also, ihr macht euch ja jetzt wirklich nicht überall Freunde, Jalan. Und ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Mit euren Witzen über Zwerge, das wird hier nicht so den Anklang finden. Also wirklich? Naja. Ich sag es euch nur. Ich will euch nur vorwarnen. Es sind nicht alle Zwerge so freigeistig und liberal wie ich. Hm? Hier sind sehr viele, sehr viel konservativere Zwerge. Boltax? Ja. Dieser Hügel dort hinten, ist der etwas Besonderes? Er wirkt wie ein Fremdkörper. Oh, ja. Ignorieren wir diesen Hügel. Was ist mit diesem Hügel? Ist es eine Kultstätte? Ja, das ist die Dracheninsel. Hm. Drachen? Ja. Insel. Es ist ein Hügel, keine Insel. Vielleicht war dies hier einmal ein See. Natürlich war es einmal ein See. Aber wusstet ihr das nicht? Hm. Naja. Nein, wir wussten es nicht. Ganz offensichtlich nicht. Aber seht doch einmal da oben die Erosionsspuren. Ist das, Wasser ist durch diese Kluft abgelaufen, die wir heraufgekommen sind? Ganz genau. Deshalb die Angorchs Axthieb. Dadurch, dass ein Zwerg einen anderen getötet hat,
Da war Angrosch so wütend, dass er den schützenden Bergsee von uns genommen hat. Und auf diesem Hügel hat man einen Drachen getötet, vermute ich. Verehrt. Also, was? Verehrt? Ich bitte euch. Wir sprechen einfach nicht weiter über den Drachen. Nun, aber es ist doch ungewöhnlich, dass ein Landschaftsmerkmal einen solchen Namen hier trägt. Vielleicht wurde es vielleicht als eine Art Gefängnis oder so genutzt. Wenn ihr unbedingt etwas darüber erfahren wollt, fragt doch nach. Also. Es erscheint mir, als wäre es unhöflich, diese Frage einfach so zu stellen. Deswegen fragen wir euch. Ja, aber ich möchte nicht so viel darüber erzählen. Es ist ein unschönes Kapitel unserer Geschichte. Deshalb belassen wir es doch dabei, nicht wahr? Naja, wenn es euch bekümmert, dann wollen wir euch nicht weiter quälen. Wenn ihr euch diesen ewig leblosen Schlackehügel anseht, könnt ihr erkennen, dass wohl auch hier keine Weidetiere grasen. Sie haben sich zwar auf der linken Seite auf den Feldern, die ja doch sehr begrast sind, niedergelassen, aber von selbst dieser Dracheninsel, diesem Hügel, diesem Berg, halten auch sie sich fern. Keinen einzigen Zwerg, den ihr in der Nähe dieser Dracheninsel erkennen könnt. Aber wenn eure Blicke um dem Tal ein bisschen umher fahren, könnt ihr eine riesige alte Gedenktafel erkennen, die an einer Steilwand angebracht ist und die ihr auch aus der Entfernung schon lesen könnt. Sie ist gewidmet Organa, Tochter des Ordamon. Sind die Texte auf Gareti oder in kurzer Zeichen oder in... Selbstverständlich nicht. Angram. Okay. Wolter, was steht dort? Das ist die Geschichte der Insel. Ihr wollt es wirklich wissen, nicht wahr? Ja. Dann lest doch die Geschichte. Ha. Wenn ihr das nicht könnt. Ich habe keine Ahnung, was da steht, Boltax. Das sind irgendwelche komischen gemalten Symbole. Und daneben ist ein anderes Symbol. Ja. Was heißt das? Das hier sieht aus wie ein Panzer. Jetzt ein Schildkrötenpanzer. Vielleicht ist das ein Schildkrötenpanzer. Ja, ja. Vielleicht kann ich es mir selber zusammenreimen. Oder vielleicht ist es ein Schildkrötenpanzer. Komisches Symbol. Da ist nochmal Schildkrötenpanzer. Oh, nein, das kann ich ja nicht. Geht's um Schildkröten? Bin ich auf der Spur? Nein, es geht um einen Drachen. Gut. Ja, aber dann mal doch einen Drachen dahin, Boltax. Das erkennt doch so keiner. Aber das ist ja auch nicht das Zeichen für Drax. Guck, das ist das Zeichen für Drax. Da oben. Ja? Ja, also da hättet ihr schon nochmal mehr Flügel dran malen können. Wir sind doch keine Bildsprache. Wir sind doch nicht so, ich weiß nicht, Glyphen. Das ist nicht... Na gut, also, ganz kurz zusammengefasst. Und dann gehen wir weiter. Also, hier hat die Schlacht gegen Ankarion den Roten stattgefunden. Das war ein drachischer Feldherr von dem Goldenen, diesem Verdammten. Und wir erwähnen seinen Namen hier nicht, aus gutem Grund. Mhm. Und... Dana hat ihn bei der Schlacht des Himmelsfeuers getötet. Größte Heldentat eines Zwergen überhaupt, aber naja, das eben so ist. Wie hat sie ihn getötet? Bitte? Wie hat sie ihn getötet? Ja. Mit einer Axt? Natürlich mit einer Axt, Abelmir. Das sind wieder so Vorurteile. Wahrscheinlich mit 1, 2, 3, 4 Schwestern zusammen haben sie ihn schön von unten in die weichste Stelle gespannt hineingerammt. Also hat Organa nicht alleine den Drachen getötet? Nun, es ist auf sie zurückzuführen, immerhin hat sie diesen Angriff geführt. Aber nun, selbstverständlich hat sie nun dafür einen hohen Preis gezahlt. Aber nach ihr ist der Orden der Organa genannt. Und was machen die? Drachen töten, würde ich vermuten. Ja, eine wichtige Vereinigung von Erzzwergen. Nun, ist
gewissermaßen eine Heilige unserer Angroschkirche. Und Morgana war die letzte Zwergin einem der Urstämme. Deshalb ist es besonders tragisch, dass sie nun ja mit ihrer Selbstopferung dahingeschieden ist. Aber hat Großes vollbracht. Wahrlich, wahrlich Großes. Hier steht Raka Derax Raska Drax. Achtung, Drachenwehr. Hält den Drachen. Ein wichtiger Leitspruch unserer Kultur. Ja, Drachenjagen ist ja ganz nett. Sehr eingängig. Natürlich, natürlich. Aber wir haben noch viele weitere wunderschöne Leitsprüche. Zum Beispiel, erst der Pilz, dann das Bier. Das ist ein hügelzwergischer Leitspruch. Was bedeutet das? Nun, du meinst erst den Pilz und trinkt dann das Bier, aber mir, das ist doch klar. Kein Alkohol auf nüchternem Magen. Nun ja, warum trinkt man erst das? Das ist eine Redewendung für keine halben Sachen machen. Das ist doch wohl klar. Also, man isst ja nicht das Bier und trinkt den Pilz. Ja, da hat er recht. Das ist schwierig. Und habt ihr jetzt gar keine anderen Tempel hier? Das ist der Angorsch-Tempel. Das ist der wichtigste Tempel. Aber wir haben natürlich noch einen Tempel für Angorsch. Der ist tief im Berg. Aber da darf niemand hin. Also nein, ich meine so einen schönen Raya-Tempel oder was? Ja, vielleicht Simir. Simir? Ja. Gibt es hier einen Simir-Tempel? Nein. Warum nicht? Vielleicht einen kleinen Chorschrein. Die sind immer schick. Nein. Enttäuschend. Es gibt hier die Heilige Halle und den neuen Tempel. Das sind unsere beiden Angorsch-Tempel. Mehr ist hier nicht. Naja, das ist schon mal eine ganze Menge. Während ihr die Straße nach unten geht, ins Innere des Tales, könnt ihr euch ja an den Häusern so ein bisschen entlang tasten. Am unteren Weiher drängen sich die gedrungenen steinernen Häuser. Gusseiserne Schilde kennzeichnen die verschiedensten Geschäfte, Tavernen. Und obwohl hier nur einige hundert Zwerge oberirdisch findet, finde ich sich hier trotzdem Armbrustbauer bis zum Krämerladen alles Nötige. Ihr könnt Heimkehrer erkennen, die hier erst seit kurzem sitzen, erst seit 50 Jahren, seit 100 Jahren, sogar erst seit 200 Jahren existieren ihre relativ neuen Läden. Und während ihr auf den großen Angrosch-Tempel in der Mitte zugeht, könnt ihr auch tatsächlich erkennen, wie hier eine Delegation auf euch wartet und im Spalier steht. An dessen Ende warten auf euch nicht nur Albrax und Arombolosch, sondern auch noch einige andere Zwerge, die ihr schon kennt oder kennengelernt habt. Entweder habt ihr mehr oder weniger mit ihnen zu tun gehabt, aber ihr erkennt ebenso den blinden König Gillemon, Sohn des Gillem, der euch schon in Zwerg Hallo gesagt hat. Er hat sein Augenlicht verloren, als der Allagrim mit Rassasor gemeinsam aus dem Kosch aufstieg und seinen Berg verbrannte. Ebenso könnt ihr erkennen den weisesten und ältesten Zwerg, den es gibt. Mit seinem Hund. Oh. Ach, da ist Xelos. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Also, habe ich ihn erst vor kurzem gesehen. Aber, naja, zwergische Verhältnisse. Oh, das ist so schön. Ach ja, da kehrt man wirklich und wahrlich richtig nach Hause. Rafims Blick fällt auf einen deutlich stattlicheren, muskulöseren Zwerg, der direkt hinter Albrak steht und an dessen Brust ein riesiges Korswappen aufgebracht ist. Oh, der Junge sieht da nicht aus, aber wer ist denn der kräftige Mann dahinter? Albrax. Also ich werde ihn nicht persönlich kennen. Ich glaube, ist das Albrax? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gehört er zu den Chorknaben. Das klingt ja gut. Sind sehr, sehr kompetente zwergische Kämpfer. Warte, die Chorknaben? Ja. Ist doch ein guter Name. Warum sind eure Chorknaben die Kämpfer? Warum denn nicht? Chor ist doch der Gott des Kampfes. Also nein, wartet, ja, aber es sind Chorknaben.
Nun ja, Chorzwerge hört sich dämlich anhören, oder? Es sind also keine buchstäblichen Chorknaben. Nein, frag doch Albrax, er hat sie gekundet. Da seht ihr, warum sie Chorknaben heißen. Ihr solltet lachen. Ach so. Eindeutig die Handschrift des Hochkönigs. Natürlich. Und während ihr auf den Tempel zugeht, könnt ihr ein lautes Achtung hören und die Zwerge gehen in stillgestanden Reihen Glied. Viele von ihnen tragen Verbrennung, viele wohl auch von den Drachen. Ihr habt ja selber einige Narben davon getragen von Rassasors Feuer, aber mittlerweile ist eure Haut mit den Salben wieder ein bisschen regeneriert. Die Zwerge selbst tragen sie wohl mit Zier, haben wohl auch einige Tätowierungen drumherum gebaut oder ja, angebracht, einige Ziermetalle, die sie dann wohl auch ebenso eingeschmolzen haben in die Haut. Das könnt ihr auch bei Gillemon, Sohn des Gillem, erkennen, der wohl einige Kupfer-Schmelztropfen im Gesicht hat, die wohl eher unabsichtlich in seinem Gesicht gelandet sind, als die hohe Pforte von Kosch geschmolzen ist. Ah, meine Freunde, willkommen in Xorlosh, dem äußeren Ring. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Es ist uns eine große Ehre, dass ihr uns hier empfangt. Ja, ihr seid Drachentöter. Wir haben unsere Steinmetze haben gearbeitet, die letzten Augenblicke. Ich habe mich extra darum bemüht, dass sie in eurer Lebensspanne fertig werden. Sie sind zwar nicht ganz so grazil, aber wir werden weiter an ihnen arbeiten. Und dann, werdet ihr selbst nach eurem Tod für die Zwerge ein glühendes Vorbild sein. Ja, gut, Stein will Weile haben. Richtig, richtig. Rührt euch meine Hand, danke. Dann abtreten. Gut. Also, habt ihr Hunger mitgebracht? Wir haben einige Leckereien mitgebracht, die es normalerweise in Xorlosh nicht geben würde. Aber Eisenwacht, mein Bruder hat noch einige Sachen aus mitgebracht und wir haben eine Ambosspfanne hier oder gedünsteten Gefährdocker Forelle mit Angenkäse überbackenes Gemüse. Ihr müsst es euch vorstellen, wir haben sogar den Schröter hier. Geschnetzeltes vom Schröter. Oh, das klingt gut. Der Mann da vorne hat ein Tattoo im Gesicht. Kann ich auch so eins kriegen? Ja, selbstverständlich. Alles, was du willst, auf ihm. Ja. Wollt ihr auch ein Tattoo? Bisschen mehr Begeisterung, das ist doch ein schönes Tattoo gewesen. Ja, durchaus. Künstlerisch sehr wertvoll, aber ich glaube, das verträgt sich nicht gut mit meiner Gabe. Wir können ja auch Metall unter die Haut bringen, Raphim. Oh, das ist doch mal ein Vorschlag. Da finden wir uns doch mal in die richtige Richtung. Ja, ich wusste, dass dir das gefällt. Ich müsste öfter mal kommen, Boltox. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Das hier ist eine wirklich besondere Ausnahmesituation. Ihr seid einer der wenigen Menschen, die diesen Ort betreten und überhaupt sehen dürfen. Ja, ich musste viel mit den Erzzwergen verhandeln, aber den äußeren Ring haben sie dann doch zugelassen. Sprich, komm. Der ehrende Gilde. So konservativ. Ach, Boltax, du musst sie respektieren. Sie wissen einfach alles besser, weil sie so viel älter sind. Zwinkert ihr dir zu. Viele Zwerge hinter ihm lachen. Ja. Alt sind sie wirklich. Ja, also gut. Gehen wir erst einmal in das große Gasthaus. Ich denke, da werdet ihr vielleicht eine leckere Pilzsuppe. Habt ihr schon mal zwergische Pilze gesehen? Zu Genüge, ja. Was? Er schaut dich verwundert an. Aber mir, ihr habt keinen wie diese gesehen. Es sind... Ich habe diese formbaren Pilz gesehen. Sehr stabil. Aber mir, es geht um richtige, schmackhafte Pilze. Ich rede hier von breitfüßigem Röhrling. Oh, das wird gut. Ein Röhrling. Ja. Ja, oder Brotbohiste. Oder Ferritflechten. Und eine Soße daraus ist unglaublich lecker. Stein, Salzteig, Brote. Also gut, komm mit. Boltax? Ja? Bieten Sie uns wirklich Käfergeschnetzeltes an? Habt ihr etwas dagegen? Also Käfer sind normale, zählen nicht zu meinen Lieblingsspeisen.
Ja, wir können ja auch was von der Forelle haben. Ich meine, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Wir sind doch ein Schwarzmagier, oder, Abelmeer? Wir haben auch knusprige Höhlenspinnen für euch. Nein, danke. Das ist aber nett. Da freut er sich aber. Die wird er essen. Ich denke, ich bleibe bei der Forelle. Die Zwerge hinter Albrechts lachen.